Ja, wir machen heute das erste Mal mit und wir lieben den Starnberger See und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir diesmal auch die Starnberger See-Überquerung mit. Unsere Hausrunde ist normalerweise von Leonie nach Possenhofen wieder zurück und heute ist unsere die Premiere sozusagen andersrum. Mal schauen, ob es andersrum genauso gut geht. Wetter scheint zu halten. Wir hoffen, dass alles gut läuft. Gut, also vorbereitet bin ich schon. Ich mache eigentlich jetzt auch Triathlon. In 3 Wochen, da starte ich ein 70.3 in Irland. Und eigentlich ist es so ein bisschen ein Training. Ja. Das ist jetzt meine Vorbereitung für Schwimmen. Ich hoffe, dass das Wetter erstmal hält. Ich erwarte dann ein paar Wellen. Aber ich freue mich drauf, wie jedes Jahr. Top-Veranstaltung und mal gucken, ob ich schneller bin als letztes Jahr. Ich glaube es gerade nicht, aber wir schauen einfach mal. Das allererste Mal, 4 Kilometer schwimmen. Freue mich mega drauf, das Wetter hält. Für mich ist es auch das erste Mal 4 Kilometer. Ich denke, das Wetter hält. Hoffentlich sind nicht so viele Wellen und wir schaffen das. Auf alle Fälle. Ich muss schon sagen, ich freue mich sehr auf das Schwimmen. Ich habe mich jetzt für das 4 Kilometer, für die 4 Kilometer Strecke angemeldet. Und ja, wettertechnisch könnte es besser sein, aber ich bin da recht optimistisch, dass wir noch werden schwimmen können. Ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn es alles klappt und das Wetter uns keinen Strick durch die Rechnung macht. Guten Morgen, ich freue mich riesig auf das Rennen oder auf das Schwimmen. Es soll ja kein Rennen werden, es soll sehr angenehme Wassertemperaturen sein. Und wenn es regnet, es gibt einen Spruch, Schwimmen lernt man auch, wenn es regnet. Ich wünsche allen viel Spaß und freue mich drauf. Danke. Also an alle Schwimmer, all in or nothing. Gebt Gas und genießt es.